Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu RLCraft. Ja, seit dem letzten Mal habe ich meine Facecam verändert. Ihr seht schon, wir haben keine Fehler mehr und sie ist anders positioniert. Eigentlich war der Plan, mit einem Verlängerungskabel es zu lösen, doch wie scheint ist diese Webcam nicht verlängerungskabel tauglich und so Zeugs und alles mögliche, was ich versucht habe, hat nicht wirklich funktioniert. Deswegen musste ich sie auf meinen Seitenbildschirm umstellen, wo meine Aufnahme läuft. Und ja, jetzt seht ihr mich halt von der Seite, aber ich hoffe, das macht jetzt auch nicht so viel Unterschied. Seit dem letzten Mal habe ich ein bisschen unsere Höhle ausgehoben. Ihr seht schon, es ist um einiges größer geworden und es halt. Hier kommen wir schon auf der anderen Seite raus. Bedeutet, ich würde hier, glaube ich, so ein Fenstercut machen. Muss ich aber noch schauen, vielleicht kriegen wir so ein verstärktes Fenster oder was. Und das hat nicht ungefähr 2 Tage gedauert. Ich musste dauernd wieder neue Steinwerkzeuge machen. Die Monster sind weg. Ich finde den Hall mega geil. Hier wird später eh noch alles Holz und der Boden ausgetauscht. Die Wände will ich austauschen. Aber erstmal die Höhle allgemein ausheben und dann können wir die Grundplanung machen für die Räume. Weil da sollen ja immerhin auch Essensräume und alles entstehen. Bedeutet. Ach stimmt, ich wollte eigentlich schauen, wie man hier XP farmt. Aber ja. Wir haben jetzt hier Glas. Und das würde ich zu Glasscheiben machen. Damit wir genug haben. Und dann gehen wir mit den ersten 64 mal raus. Denn ich traue dieser Ruhe aktuell nicht so ganz. Und ich will hier erst draußen wohnen. Wenn ich mir sicher sein kann, dass hier keine Monster mehr sind. Das kann natürlich noch ein bisschen dauern. Zack. Ja, das wird gar nicht gleich mal so schlecht. Bist du größer? Ah ja. Huch. Da ich ein bisschen größer geworden, ist mir gar nicht aufgefallen. Und wie gesagt, wir müssen halt aufpassen, das Bett wird sicherlich rein in den Bunker verbracht. Weil, wenn wirklich da Drache ankommt, ist unsere Wohnung wahrscheinlich relativ schnell Sushi. Schön klein zart und gebraten. Am Wochenende waren ja Demonstrationen in Berlin, aber dazu will ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht äußern. Da soll jeder seine Meinung zu haben. Was natürlich ich wiederum beschissen finde, dass wieder Rechtsextreme es ausgenutzt haben, für wo eigentlich die Demonstration für einen anderen Zweck war. Und ich finde es eigentlich gut, dass jeder seine Meinung vertritt, aber sozusagen anderen deren Chance ein bisschen zu vermiesen, ihre Meinung öffentlich zu kundtun, indem sie das Ganze für ihre Zwecke ausnutzen, finde ich wieder scheiße. Bin ja damals auch auf der Artikel 13 Demo in Salzburg gewesen. Und wären da auch Rechtsextreme gewesen, das hätte mir überhaupt nicht taugt. Weil natürlich, was ich mitbekommen habe, sind ja dann am Abend die Rechtsextremen haben versucht, den Bundestag zu stürmen. Was ich wiederum als vollkommen bescheuert finde. Dass man versucht, sagen wir mal, hört sich jetzt bescheuert an, aber wie damals bei den alten Zeiten zu machen. Weil es eigentlich nur wieder ein schlechtes Licht auf einen wirft und auch auf die eigentlich friedlichen Protester. Nur weil sie wieder denken, sie müssen jetzt den großen Hyopa hier spielen. Dann sollen sie ihre eigenen Proteste durchführen oder weißt du was, aber sollen bitte die Leute in Ruhe lassen, die in Frieden ihre Proteste durchziehen wollen. Weil ich finde es eine eigene Frechheit, dass man anderen ihr eigentliches Ziel dazu ausnutzt, sein eigenes Ziel in den Vordergrund zu stellen und dadurch, ja, sozusagen deren Ziele in den Hintergrund zu stellen, weil jeder dann darüber redet. Wo ihr natürlich auch versteht, dass dann jeder darüber redet, weil sowas geht absolut gar nicht. Wir kommen gleich da hinten an der Ecke raus. Also auch genug mit dem Thema. Darüber will ich nicht reden, es ist relativ depressing und finde es eigentlich traurig, aber ja.
Themen, die keiner wirklich ansprechen will. Ich will die Tür nochmal bauen. Die nochmal andersrum hinsetzen. So. Das wird ja auch schon was. Noch Holzsteinbau. Wird geschmackig. Das ist wieder so ein kleiner Knilch. Ich komme eigentlich die Erdblöcke hier hoch. Was ich gerne mal machen will, oder was wir vielleicht auch in der nächsten Folge machen, wenn ich hier die Hütte ein bisschen weiter gebaut habe, weil da oben kommt jetzt noch ein bisschen Holz rein und dann müssen wir halt schauen, ob wir das hier nicht erstmal mit ein bisschen Stein oder Erde einfach verschließen, dass die Hütte fertig ist. Dass wir... Ah, da hat die noch Türen. Ah ja, da hat die noch Türen. Upsi. Dass wir, diese Höhle mal erkunden. Dass die Hütte gesichert ist vor eindringenden Monstern. Dass wir ein bisschen mehr Platz auch noch draußen haben. Einfach um rund um sich zu garantieren. Und. Was spielt so? Ich würde da gerne eine Glaskuppel und Glasdach drüber bauen. Einfach, dass wir jetzt auch sehen, wenn ein Drache kommt, wir relativ schnell evakuieren können in unsere Bunkeranlage hier. Aber ja. So. Den Holz hier klein machen, ne? Ich hoffe mal, das reicht. Das Holz haben wir eh genug auf Lager, aber ja. Können wir mal in die Kommentare schreiben, was ihr gerne noch sonst bei mir sehen wollen würdet. Das scheint ja aktuell nicht mehr so der große Hype zu sein. Muss eh nochmal schauen, wollte eigentlich Tutorial-Videos noch und alles machen, aber Zeit ist alles aktuell nicht so auf meiner Seite. Ich habe ein paar Haustiere jetzt mehr. Muss für die noch das Gehege ein bisschen umdesignen, weil das ist ja alles self-made bei mir. Und das zieht natürlich auch viel Zeit ab, wenn du erstmal nochmal ein Metallcase bauen musst und das designen musst und dann anfangen an Firmen zum Bauen schickst und ist alles wieder anders wie ursprünglich mal geplant gewesen, aber hey, Haustiere sind was Schönes und ich gebe gerne meine Zeit für sowas her, wenn ich weiß, dass es den Tieren dann gut geht, investiere ich gerne ein bisschen mehr Zeit allgemein, einfach um zu schauen, dass es meinen Haustieren so gut wie möglich geht, denn immerhin habe ich Verantwortung. Und diese Verantwortung nehme ich ernst. So. Zack, zack, zack. Und jetzt haben wir gleich die erste Hütte fertig. Nietzsche. Ich bagge irgendwie. Warte mal. Das ist ganz, ganz ungut. Was ist da jetzt los? Hallo? Ja, dann nutzen wir den Bug schnell aus und bauen hier fertig. Auch wenn ich das Gefühl habe, als ob ich gerade durch einen Wolf gedreht werde. Und der sich ehrlich gesagt nicht so gut anfühlt. Aua. Was war denn das zur Hölle? Jetzt muss ich noch ein bisschen schnell Erde und ein paar Fackeln. Habe ich noch Fackeln oder muss ich noch schnell Fackeln machen? Ich muss schnell Fackeln machen, wie es ausschaut. Machen wir schnell. Und dann machen wir... Ich will einfach unseren Eingang noch ganz schnell verschließen. So. Und hier schnell. Ausleuchten. Und jetzt schon im Hintergrund gleich mal die Vögel. Die machen ganz schön Lärm, aber sind witzig. Sind witzige kleine Viecher. Ist immer auch funny zu den Zuschauern, wie sie rumhüpfen, weil sie so Zebrafinken. Und die sind, sagen wir mal, relativ hyperaktiv. Was relativ witzig macht zum Angucken, weil sie natürlich da doch ein bisschen Action in die ganze Bude bringen hier. So. Jetzt mal hier eine Fackel an und hier eine Fackel an.
Hier die Tür jeweils, auf diese Seite jeweils. Oh, hier oben auch nochmal. So, so. Und hier oben muss ich es halt irgendwie anders regeln. Das jetzt ausgeleuchtet haben. So. Jetzt haben wir noch den ganzen Boden, das ganze Bodenzeug weg. Dann ist unser Außenhütchen auch schon fertig. Jetzt hat es kurz geleckt. Die Glasscheibe scheint so ein bisschen so der Hakenpunkt zu sein. Ja, schau mal, vielleicht bauen wir dann hier noch so einen Stock ein. Dann haben wir hier so ein Store. Oder wir machen hier so. Das ist mir nur so. Das ist so funny. Da müssen wir nochmal schauen. Wir haben auf jeden Fall schöne Aussicht mittlerweile und das scheint auch gut auszusehen. Mal kurz lüften. Frische Luft. So, jetzt einmal schlafen gehen. Wir müssen eh schauen. Irgendwie müssen wir. Ein Skelett, glaube ich. Das Ganze hier ein bisschen optimieren. Optimizing. Wie gesagt, sind wir aktuell hier nicht möglich durchzugehen. Dementsprechend sehen wir hier auch nichts. Schon wieder so ein Riesenviech. Das bekämpfen wir jetzt. Wir brauchen XP. Wir brauchen XP. So, dann nehmen wir unsere Javelins mit. Wir brauchen ordentlich Sticks mal wieder. Damit wir uns mit den Sticks bewaffnen können. Da ist noch so ein Viech. Und da hinten ist noch so ein Bär. Könnte natürlich auch eine Trap sein. Die Ruhe von dem Sturm stimmt nicht, meistens nicht. Aua. It's a trap! 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 Oh, ich habe einen Pieps im Ohr, das ist unangenehm. Mach das weg. Ich müsste jetzt hier den Aktual Akbar oder wie er hieß einbauen mit dem Wort It's a Trap. Zum ein bisschen renaturalisieren, dem was wir haben. Wo kam der denn jetzt auf einmal her? Aber wir haben mit 3 XP, das sehe ich mal als vorteilhaft. Ja, stimmt, wir haben auch noch Hühnchen-Eier. Wir können eigentlich mal innen drin schnell ein Gehege bauen. Und schauen, ob wir da Hühnchen rauskriegen, weil das wäre natürlich supi. Ein paar Hühnchen wären jetzt noch gerade genial. Hopp. Und wo ist das Holz da? Wie war das heutzutage die, mit den neuen? Das war ein Gate. Und dann konnte man bloß so machen. Und dann in der Mitte so und dann hat man Zäune rausbekommen. Genau. Und dann kriegen die hier fürs erste Mal ihr Gehege. Noch Lampen dabei? Nee, hab ich nicht. Dann nehmen wir noch ein paar, damit da ein bisschen Licht ist. Wir gehen hier kein Risiko ein. Dann kommt das Ganze zurück. Wir haben auch noch ein bisschen Fisch, das wir jetzt braten können.
Dann werden aber auch langsam die Kisten voll. Ungut, wir haben so viel Zeug eigentlich. Prisma Shard, damit können wir bestimmt auch was anfangen. Dann gibt's noch schnell was. Haben wir nicht hier irgendwo noch Eier? Da, 5 Eier. Da muss doch mindestens ein Hühnchen rauskommen, oder? Ein Hühnchen werden sie mir doch wohl gönnen. Eins. Zwei. Jetzt, ich kann sie dann populieren. Ihr seid die Zukunft, meine Freunde. Ihr seid the future. Eigentlich muss ich hier so eine Graslinie runterziehen. Das kann man auch mal schnell machen. Pickaxe. Weil wir brauchen unten grünes Gras später. Ich will ja hier unten Gras anbauen. Und nicht so ein Gras, wie ihr denkt. Bin zwar der Grasexperte, aber ich will ein normales Gras anbauen. Oder wir ziehen hier mal eine Linie durch, damit es sich hier runter populieren kann. Und wir hier unten später einen Bunker bauen können, der alle Möglichkeiten frei hat. Zack. Ihr liegt nun hier unten, meine Freunde. Ihr seid meine Gefangenen. Fürs Erste. Schauen wir mal, wie gut sich das hier populiert nach einer Zeit. In der nächsten Folge bin ich eh dafür, dass wir in den Keller gehen. Oder halt in die Tiefen. Ja, absolut kein Platz mehr, das ist der Horror. Das ist echt ein Horror, wenn man keinen Platz mehr für irgendwas hat, irgendwie. Ja, vielleicht können wir hier ein bisschen was unterbringen noch. Noch ein bisschen was, ja, perfekt. Okay. Dann würde ich sagen, war es das für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao! Everything changes.